Na denn, das war nicht eines Toyota Celica würdig, der letzte Platz mit so viel Abstand. Nee, 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 das ist nämlich ein Siegerauto. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed Underground 2. So hätten wir das auch gemacht, das war ja das Street Cross Rennen, was noch etwas versteckt war. Versteckt unter dem Punkt des Lackmanns. Dann mache ich die nochmal kurz aus, wir schauen mal nach. Es sind eben bloß noch die drei hier übrig, als Rennen, die eingezeichnet sind. Dann gehen wir die mal an. Filter ist aktiv, ich weiß, aber wir brauchen gerade nichts anderes. Wir machen noch den 10-Sterne-Wagen. Was wir jetzt machen, ist erstmal auf die Karte gehen, noch einzeichnen. Und den 10-Sterne-Wagen, wann holen wir uns den denn? 25.000, damit kommen wir noch nicht über die Runden. Da müssen wir wohl, glaube ich, eben beide UL-Rennen gewinnen. Weil dafür gibt es 7.000, auf jeden Fall viele Tausend. Aber jetzt machen wir nochmal Street Cross, was wir gerade eben schon hatten. Und es regnet wieder. Und da oben im oberen Teil des Bildschirms flackert es wieder, weil eben auch V-Sync deaktiviert ist. Ich mag das einfach nicht. Gut, liegt auch daran, dass ich hier meine FPS nicht begrenzt habe. Denn die sind nämlich viel höher, als man eben erwarten würde. Und deswegen kommt es dann auch zu diesen kleinen Bildfehlern. Aber gut. Ford Union Square hinten bei der Garage ist also Street Cross. Wunderbar, dann passen die Rennen ja richtig. Vor unserer Haustür. Philipp, eine schöne Strecke. Mal schauen, wie schön. Gibt's irgendeinen Grund, warum du unbedingt verlieren willst? Okay, dann kriegst du eben eine Packung Street Cross verpasst. Ich schieß dir die Karte rüber und lass dich nicht überfahren. 2000 ist ein bisschen wenig, aber dafür gibt es eine Menge Spaß, weil Street Cross ist einfach toll. Und Mazda X8, Mann, ich finde den Wagen toll. Direkt vor uns, der sieht auch gut aus. Farbe könnte man besser machen, auch einer neben uns. Aber der hier vorne sieht toll aus. So, darf ich mal? Auch der Heckflügel passt im Grunde, auch wenn... Achso, wir fahren nach rechts, okay. Ich wollte nach links. Ich habe mich so auf den Mazda fokussiert. Auch wenn der Heckflügel besser sein könnte... Ich habe ja im Grunde meine Standardform. Aber auch der passt zu ihm. Oh, hallo. Was geht denn hier ab? Ich fahre links rum. Das holen wir noch auf. Wir sind ein Siegertyp. Wir haben ein Siegerauto. Das schaffen wir da noch, oder? Komm, dann machen wir es mal spannend. Wir heizen jetzt um die Kurven. Koste es, was es wolle. Noch sieht es nicht gut aus. Kommt noch. Jetzt geht es erstmal bergauf. Und dann ist die erste von 4 Runden geschafft. Ziemlich lang. Sind ja auch viele Kurven. So, schön eng nehmen und rausbeschleunigen. Hier wollte ich vorher nach links, da ging es nach rechts. Und jetzt hier unten Haarnadel. Oh, zu früh. Boah. Leider kein Nitro. Sonst wäre das schon längst zum Einsatz gekommen. So, wir kommen näher. Scharfe Kurve. Ja, die Streckenkarte ist hier verdeckt, deswegen habe ich mich vor einer Runde hier so schwer getan. Jetzt weiß ich in etwa, wo es lang geht. Bergauf und dann wieder Ziel. Vorne ist der Erste. Genau, Toyota, schrei. Schrei, dass du gewinnen willst. Den schnappen wir uns, den holen wir uns. Kommst du her? Nam, 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 nam. Ranknabbern. Vorletzte Runde, den schnappen wir uns, den schnappen wir uns. Etwas die Kurve verloren. Es ist ein RX8. Oder? Müsste sein. Es müsste der andere sein, der neben uns stand. Nicht der, der vor uns stand. So, letzte Runde. Wir sind nah dran. Den bekommen wir. Jetzt haben wir ihn berührt. Wir sind da. Komm, ab. Das war ein toller Wagen. Ein tolles Modell. Oh, Gemeinheit. Aber wir sind vorne. Genau, nochmal schön schreien. Unser Japaner weiß, wie man das macht. Enge Kurve. Wir liegen vorne. Letzte Runde. Letzten Ecken, dann geht's gleich wieder bergauf. Kein Nitro, aber ist nicht schlimm. Wir brauchen keins. Wir führen gut sogar. Gut vor den beiden, die echt nah beieinander sind. Die zwei hinter uns. Gewonnen. Mit ordentlich Rückstand gewonnen, aber ist ja auch ein tolles Event. Street Cross. So, hätten wir das auch und dann bleiben uns nur noch 2 URL-Rennen hinter uns. Das klang wieder toll.
Den dritten bin ich jetzt mal nicht gekommen. Also, 7000 geht's von Borven schon wieder. Sehr eng da unten. Es ist auf einer Rennstrecke. Alles klar. Hey Junge, heute Abend wirst du einer harten Konkurrenz ausgeliefert sein. Ein paar dieser Typen spielen nicht ganz fair und die machen dich ohne weiteres Platz. Das werden wir sehen. Achte auf deine Linie und leg einen guten Start hin, dann kannst du es schaffen. Das vorletzte UL-Rennen. Wir sind bereit, keine Zwischensequenz. Das gibt's dann wohl erst beim letzten. Schönes Rot. Die Motorhaube eher nicht so. Aber gut. Ist ja nicht unser Wagen. Toyo Tire. Oh, er ist ausgewichen. Kleines Sackgesicht. Na, Arschkeks, lass das. Warum ist er ein Arschkeks? Weil er versucht, an unserem Hinterteil zu knabbern. Die Kurve geht mit dem Wagen einfach wunderbar. Also mit dem Nissan hätten wir hier Probleme, bin ich mir ganz sicher. Aber hier mit unserem Allrounder, der wunderbar ist, kein Thema, alles schön. Schwächen sehe ich bei dem Wagen nun wirklich nicht klar. Man kann auch mit dem Heckantrieb zurechtkommen, aber will ich gar nicht, weil ich hiermit so gut zurechtkomme. Da will ich ihn einfach nicht missen. So, 4 Runden sind's. Es ist ein Turnier. Nehme ich mal ganz stark an. Also mehr Rennen. Deswegen gewinnen wir einfach mal so viel es geht. Vor allem eben das erste Rennen. An der Strecke wird es nicht liegen, weil die ist super. Jetzt musste ich hier wieder korrigieren. Das schmeckt mir nicht. Muss ich mal noch etwas anders anfahren, das Stück Kurve da hinten. So, nochmal rechts und dann sind wir auch schon bei der Halbzeit angelangt. 90 Grad Kurve kann man schön abkürzen. Ich mach's aber nicht. Dafür der Ausgang. Strecke verlassen, Rundenzeit ungültig, würde da die strenge Handhabe beim Streckenverlassen von F1 2015 sagen. So, kann ich jetzt hier Vollgas mal durchfahren? Nee. Komme ich zurück nach außen. Dann muss ich vielleicht eingangs etwas Geschwindigkeit opfern, um dann eben Vollgas durchzufahren. Ein Toyota Super mit einem breiten Heck. Und ich kürze knallhart ab. Darf man hier aber. Die Strecke ist das, was einfach befahrbar ist. Egal ob Wiese, Randstein oder was auch immer. Geh weg. Ah, zu früh genommen. So, letzte Runde. Ich will diese eine Rund... gezogene Kurve nochmal ordentlich nehmen. Ist ja wirklich fast ein Kreis. Dann gebe ich jetzt etwas eingangs auf und fahre weiter links an. Ja, da kann ich sogar etwas korrigieren und auf Vollgas bleiben, das klappt. Jetzt muss man sich fragen, was ist schneller, aber solange wir vorne sind, stelle ich mir die Frage eigentlich nicht. Mit dem Toyota haben wir eigentlich gar keine Probleme, außer bei eben speziellen Rennen. Dann klappt das einfach, da gewinnen wir einfach jedes Stück. So, Nitro haben wir noch, das kann ich noch rauspulvern. Super, genutzt. Und dann auch zum zweiten Rennen, Martin und dann der Borven. Regnet's wieder? Ja, es regnet wieder. Na fein. 2 Corolla sind dabei, ein Supra und wer war noch dabei? Der Rote. Was ist der Rote für einer? Das ist der Supra neben uns. Ja, hier wird wieder gesprungen, genau. Stimmt, das war ja das lustige, tolle hier. Und dann eben die scharfe Rechtskurve. Der fährt hier so weit rechts an, ey. Und der kommt da so gut durch, aber wir holen auf. Und wir drehen ihn und lassen ihn auch noch abheben. Aufgegabelt. Ah, der andere Corolla. Gib mal. Na, zu früh, schade. 4 Runden sind es wieder, alles klar. Habe ich auf dem Schirm. Ich würde ganz gerne drehen, ich würde ganz gerne, bitte, bitte. Komm schon. Ach nein, boah, das war der Randstein, der hat das Wort wirklich genommen. Ich will ihn da vorne drehen.
Oder wegschieben. Oder einfach vorbeifahren. Erstmal anlegen. So, eine Runde geschafft. Die dauert eine gute Minute, wenn wir dann eben auch einen fliegenden Start hinlegen. Also eine fliegende Runde. Der Start war ja stehend, ganz klassisch. Na, optimal war das nicht. Da kommt einer an, will uns drehen. Na, der Supra. Der hat wohl was aus dem letzten Rennen mitgenommen. Eine Erinnerung. Unter einer Minute müssten wir hier in der Rundenzeit bleiben, wenn nichts schief geht. Eben bei einer fliegenden Runde. Mit der Handbremse rein und Punkte gesammelt. Liz und Lawrence auf der 3 und auf der 4, zweimal L. Wer war auf der 2? Also wir und auf der 2, na komm, zeig an, ach der Borwen, nee, Borwen hieß er ja. Ach, ich muss Nitro vielleicht raushauen, weil gleich beste Runde und eben Führungsrunde. Na, vorsichtshalber lieber etwas mehr, weil wir heben noch ab und rutschen vielleicht auch noch. Jetzt habe ich gar nicht auf die Rundenzeit geschaut, jetzt wollte ich mal drauf schauen, jetzt habe ich nicht geschaut. Na, oh, die Runde wird nix. Vielleicht nix. Unter einer Minute. Mal schauen. Jetzt mal ohne Handbremse. Schieb, schieb. Hurra. Komm her. Ach, schade. Da kommt der Dritte an. Es ist der Supra. Und, ah, der 3000er Mitsubishi ist das doch. Zweimal Corolla, einmal Celica, einmal Supra. Und der 3000er. Ah, da fehlt da noch einer. Oder? Zweimal Corolla. Supra. Der 3000er und eben wir. Da fehlt einer. Das sind nämlich 5. 54 Sekunden. Nee, also das wird nichts unter einer Minute. Vielleicht die nächste Runde, die letzte oder die zweite, die war unter einer Minute. Könnte sein. Ich muss mal raushauen, fällt mir gerade auf. Oh, oh. Randstein. Sprungschanze. Nitro. Nee, es war zu wenig. Es war auch zu wenig. Oder Nebel kommt. Oder ich merke ihn gerade erst so richtig. Flacker, flacker. Das könnte durchaus was unter einer Minute werden. Nicht auf der Wiese. Rutschi, rutschi. Halbwegs schnell gefahren. Hier nehme ich mal voll die Spitze mit. Nein, nicht ganz. Ich will sie ja nicht treffen. So, 20 Sekunden hätten wir noch für unter einer Minute. Nicht optimal. Nitro haben wir auch noch, also schaffen wir unter einer Minute. Weil ich jetzt schon zünde. 53, 54, 55, 56 und 57 knapp drüber. Schön, gewonnen. Auch das zweite Rennen war das letzte. 4 Punkte vor Martin und 10 vor Liz. Okay, 4 Martin, 10 Liz. Schon gewonnen. Erübrigt sich also. Dann dürften wir jetzt nur noch ein was haben. Genau, ein URL-Rennen. Ich mach das einfach mal wieder an. Damit die Karte nicht so leer ausschaut. Navi hätte ich mir jetzt setzen können, aber ich glaube, den Weg finde ich gerade auch so. Nee, wobei, ich wollte hier rechts. Schade. Ich wollte mal ohne Navi zurechtkommen, aber ich schaff's nicht. Nicht ganz. So, Tom. Vielleicht kommt aber auch das letzte URL-Rennen oder das letzte Rennen überhaupt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau mit der 10-Sterne-Bewertung. Mal schauen. Also 7000 gibt's. Jetzt wird's ernst, Junge. Bei der URL geht's zur Sache. Die Typen hier lassen nichts anbrennen und fighten knallhart um den Sieg. Konzentrier dich und versuch vorne zu bleiben. Das kennen wir schon. Die Strecke kennen wir auch. Dann mal los. Ja, weil das ist letzte Rennen, wäre vielleicht noch eine Zwischensequenz gekommen. Ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr so genau, weil es eben schon länger her ist, dass ich eben Underground 2 gespielt habe. Aber was wir noch machen müssen und auch machen werden, ist eben die 10-Sterne-Bewertung. Weil deswegen hingen wir ja schon mal fest, also Wagen optisch aufmotzen, um eben den nächsten Anruf von Rachel zu bekommen. Aber wir müssen und mussten ja sowieso Geld sammeln, von daher passt das ja. Ach. Drei Runden sind's. Das Rennen hier sind wir vorhin schon gefahren, aber eben in die andere Richtung.
Also die Formel 1 Strecken in andere Richtung zu fahren, also in die entgegengesetzte, die man üblicherweise fährt, ist Mucks. Also finde ich sehr gewöhnungsbedürftig, finde ich auf jeden Fall nicht schön. Hier bei Underground bin ich es einfach nicht anders gewohnt, deswegen finde ich die teilweise gar nicht so schlecht. Klar, es gibt ein paar Ecken, wie zum Beispiel der Flughafen, die rechts-links, links-rechts-Kombination oder eben auch genau andersherum, wenn man in die andere Richtung fährt. Die finde ich in eine Richtung ganz gut, wenn wir... Kann ich jetzt schlecht beschreiben. Wenn wir zuerst rechts-links, links-rechts fahren. Die finde ich besser. Nicht erst links-rechts, rechts-links. Nee, andersherum. Die finde ich eben besser, die andere herum. So, genug verwirrt. Wir gewinnen jetzt mal hier. Vorletzte Runde, Hälfte ist gleich geschafft. Und wir sind nur Zweiter. Kann doch nicht wahr sein. Wer fährt denn der lang? Ich fahr mal mit. Hallo, kleiner Franzose. Ach, das ist doch hier die Ecke, wo die immer so ausgeholt haben, ne? Das machen die ja gar nicht. Nicht heute, nicht hier und jetzt. Oh, hier muss man bremsen. Das wollte ich gar nicht. So, Nitro ist fast voll, also da muss ich noch was geben. Wir sind ja schon in der letzten Runde. Oh Gott. Jetzt kommt unsere Kurve, da nehme ich mal etwas Geschwindigkeit mit. Windschatten vielleicht noch. Heißt eigentlich Abtriebsverlust, aber es ist ja bloß Need for Speed. Geh mal weg. Wobei, bleib mal hier, Nitro will ich noch haben. Jetzt bleibt er da hängen, ist unsere Chance. Die letzten zwei Kurven, einmal spitz und einmal noch 90 Grad. Raus aus der Wiese. Und das sollten wir gewonnen haben, jo. Außer jetzt kommt ein extremes Gummiband, aber es kam nicht. Schön. Kostasch und dann der Russell. Habe ich mir gemerkt. Aber wir fahren ja das Rennen noch. Das gewinnen wir einfach und dann schauen wir nochmal auf die Punkte. Oh, und Skyline ist dabei. Der rechts neben uns, ist das wieder der Sentra? Also jetzt der hinter uns ist der Skyline, der ganz hinten konnte ich jetzt nicht erkennen. Wir mogeln uns mal auf Platz 2 vor. Gib mal, gib mal, gib mal. Ich brauche ganz gern, du hast ja einen komischen Heckflügel. Könnte gar nicht so schlecht sein, passt aber irgendwie überhaupt nicht zum Wagen, finde ich. Mein Geschmack eben. So, die Ecke kennen wir. Hier war vorhin das Ziel. Hier war eigentlich was zum Ausholen. Oh, das sieht schön geschwungen aus. Das sieht toll aus. 90 Grad Kurve, da hinten kommt das Ziel. Okay. Auf jeden Fall eine sehr schöne Strecke. Sogar noch schöner als die letzte, die wir gerade eben hatten. Hier kommt nämlich zweimal der Sprung in die andere Richtung. Die Strecke finde ich wieder auch in diese Richtung interessant. Hatten wir ja gerade erst. Eben andersherum. Und das meine ich eben damit. So, Haarnadel. Nadel, Nadel, Nadel. Drei Runden sind's. Und zwei folgen uns. Ein Vierter will nicht. Und die anderen sind ganz wo weit hinten. Oder fahren die alle so nah zusammen, dass ich es gerade nicht sehe? Ich kann nochmal nach hinten schauen. Aber ich sehe mal zu, dass ich hier vorne bleibe. Nitro ist voll. Weiß ich Bescheid. Ey, da werden uns drehen. Aber niemand ist so drecksäckig wie wir. Wie ich. Ihr seid vielleicht die kleinen Drecksäcke und ich bin der Oberdrecksack. Hm. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ja, einer ist wirklich ganz weit hinten. Das sehen wir auf der Karte. Oh Gott, der Sprung hat mich irgendwie nicht gut behandelt. Schade, keine Führungsrunde, aber beste Runde, deswegen Nitro raus. Führungsrunde vielleicht doch? Nee. Beste Runde auch nicht, okay. Könnt ihr wieder ein Tier kennen? Also das auf der Karte gerade sieht irgendwie aus wie ein Eichhörnchen, muss ich gestehen. Ropakus, das ist ein Eichhörnchen, oder? Was sagst du dazu? Oder was sagt ihr dazu? Einfach mal eine Frage an alle, weil Ropakus, du hast ja immer... Hast du ja in vorherigen Folgen immer gerne angesprochen, dass du da irgendwelche Tiere, irgendwelche Zeichen siehst?
Oder gestalten, je nachdem. Ja, die letzte Runde ist hart, weil wir uns ins Getümmel stürzen. Leider. Aber man muss ja auch nicht jedes Rennen knallhart gewinnen. Vor allem eben mit dem Toyota. So. Zweimal springen, nicht den Wagen versetzen, also recht gerade halten. Jupp. Und Nitro. Unter einer Minute? Nee, es wird nix. Nee. Aber hey, gewonnen. Und die Folge ist vorbei, sehe ich gerade. Aber vielleicht war es das auch mit dem UL-Turnier. Mal schauen. Zweimal der WRX mit 12 und 7 Punkten. Also 4 und 9. Kostas 4, Tom 9. Ja, muss ich mir nochmal merken. Also, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten UL-Rennen. Macht's gut und ciao, tschüss.